ich bin Bescheid. War doch immer hier. Na also, mal Tür offen. Was war rechts? Ach, der Kettenblitz, genau. Bis uns im nächsten Raum. Da haben wir hier ja ein Rätsel nach dem anderen, was? Und dazwischen einige Kämpfer. Aha, eine große Grabkammer. Oh, ein Drachenwort. Aber wo habe ich denn den Droger Todesfürsten hingeschossen? Ach, da ist er. Komm. Erst schubst ich meine Tante weg, jetzt schubst er sie weg. Fliegt ja hier nur durch die Gegend. Sehen wir uns diese. Diese Runen sind ein wenig verblasst, aber ich sollte die Inschrift übersetzen können. Die Inschrift beschreibt einen. Wahrscheinlich gelangt man durch einen dieser Sarkophage hinaus. So, was haben wir denn hier von Drachenwort? Wort der Macht gelernt. Treu, Kampfesmut. Amethystenklaue, linke Hälfte. Damit haben wir doch auch das eine einsetzbare Teil. Oh, was war denn das? Das 40-fache, 400. Das ist mehr als das 40-fache. Und hier haben wir einen Ausgang wahrscheinlich. Irgendwas hat er auch gerade gesagt, mit Ausgang durch einen der Sarkophage. Ah, der Seitengang. Ist oben jetzt noch offen? Ja. Ich stecke jetzt hier das linke Ding erstmal rein. Ich nehme an, sie wird auf der anderen Seite sein. So, ich wollte aber irgendwas gucken gerade. Was war's denn nur? Was habe ich denn noch? Achso, das Drachenwort. Schreie. Verzaubert Waffen? Verzaubert die Waffen von Verbündeten in die Nähe und ermöglicht ihnen dadurch schnellere Angriffe. Nicht schlecht. Einen mächtigen Seelenstein. Etwas Gold. Außer ein paar Bandagen erstmal nicht mehr. Hier haben wir eine Kiste, eine Adeptenkiste, die leicht zu öffnen ist. Nordfeuer, ein bisschen Gold. Toll. Gold und ein Silberring. Ja, ja. Und hier war das nächste Rätsel, nehme ich an. Bodenplatten. Geht weiter dem Pfad entlang und schreitet nicht dort, wo ihr schon wart. Das war ja easy. Richtig, die Tore haben sich geöffnet. Von neun Feldern. Und noch ein Drachenwort. Bestimmt Stufe 2. Wort der Macht gelernt. Mut, Kampfeswut. Cool, ihn schmeißt es aber auch so hoch. Hätte ich nicht gedacht. Nordfeuer und Gold. Same.
Dietrichgold und Zaubertrank der Heilung. Da haben wir unseren Todesfürden mit der rechten Hälfte und dem Gold. Mal sehen, was hier geschrieben steht. Diese Inschrift berichtet von einem Wächter, der Menschen und Drachen gleichermaßen inspiriert hat. Ich frage mich, ob der Wächter selbst Mensch oder Drache beides war. Anscheinend hat sich ein geheimer Eingang an der Wand geöffnet. Geht ihr voran? Faszinierend, wie ich Spock immer gesagt hatte. Nee, nicht Spock, sondern Tuvok. Und wieder eine Kette, um eine verborgene Tür zu öffnen. Jetzt aber. Dann stecke ich mal die rechte Hälfte hinein. So, vorher nochmal den Schrei aktivieren. Ach Quatsch. Kann nur einmal am Tag, achso. Lasst uns froh und munter sein. Ziel nicht aus den Augen. Nichts zu tun bedeutet den Tod. Wenigstens eine klare Ansage. Hier scheint eine Art Schalter zu sein. Ich stehe einfach hier drüben, während ihr den Schalter umlegt. Das sieht fast so einfach aus. Vor allem, weil da keine Brücke ist. Vielleicht muss man noch einfach rüberlaufen. Es wird sicher alles gut gehen. Oh, sie verschwindet hinter mir. Ja, und jetzt ist für die anderen öffentlich und die Tür ist offen. Von der anderen Seite versperrt, okay. Das wird bestimmt dann mein Ausgang sein. Bestimmt, wenn man runterfällt, muss man halt durch den anderen Weg. Okay, es funktioniert jetzt immer so. Trotzdem noch zu. Aber hier liegen ein paar Smaragd und Granatsteine. Ich möchte nicht herausfinden, was da unten im Wasser macht. Oh, das geht schneller. Ich speichere mal lieber. Nicht, dass ich verkacke und runterfalle. Ein gewöhnlicher Seelenstein und etwas Gold bei einem Skelett. Und eine weitere versperrte Holztür. Weg Nummer 3. Kommt dann. Wo ist meine Tante? Eisentür auf. Na, hier gibt's doch Fallen, so wie das Zimmer aussieht. Die Halle der Geschichte. Oh, da ist er. Finden sich in vielen alten Nordgrabmalen. Auf diesen
Ich hab nichts. Anscheinend benötigt man eine Art Schlüssel. Vielleicht passen hier diese halben Klauen, die ihr gefunden habt, wenn man sie zusammenbaut. Scheinbar kann man diese Ringe bewegen. Vielleicht gibt es ja genug unbeschädigte Teile dieser Entschlüsselung. Die Kombination. Ach so. Ah ja, hier ist etwas. Nummer 1 scheint mit einer Brise zu tun zu haben. Oder vielleicht auch mit. Nachthimmel, Wolf. Brise ist irgendwas Fliegendes bestimmt. War richtig. Ganz kurz um den Fernseher was einschalten, weil sonst schaltet er sich in 2 Minuten aus. Und das wollen wir doch noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Gerade wo ich hier doch reinkomme und weiterkomme vor allem. So, eine weitere Kette. Was haben wir denn hier? Es war ja klar, dass so ein Vieh hier wiederkommt. Was hat ihm so viel Schaden gemacht? Das Feuer? Wo ist der Typ? Ich hoffe, der ist nicht gestorben. Knochenmehl und etwas Gold. Und was hat er? Er hat nichts. Achso, das war seins wahrscheinlich. Hier steht, dass er loyal war. Bögen sind besser, Ausdauerschaden, Gold und Sehnstein. Seine Belohnung war ein ehrbarer Tod. Wort der Macht gelernt. Inspirieren, Kampf ist gut. Kampf ist gut. Unglaublich. Ein echter Drachenpriester. In all meinen Jahren als Historiker hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas sehen überleben würde. Ich nehme an, dass das Warlock war. Offenbar hat er sich diesen Ort hier bauen lassen, damit er seine Wacht auch nach dem Tod fortsetzen konnte. Er muss eine wichtige Person gewesen sein. In der Tat. Ich wusste, dass die Drachenpriester als mächtige und willensstarke Männer galten. Aber so etwas habe ich nicht erwartet. Nun, ich denke, dass ich alles gesehen habe, weswegen ich gekommen bin. Und ihr habt euren Teil getan. Ich habe euch Bezahlung versprochen. Hier habt ihr sie. Ich werde diese Wortmauer noch ein wenig genauer untersuchen. Das wird ein großartiges Buch. 1000, naja. Hier wird das ist ganz anscheinend. Vielleicht war mir... Nach seiner Niederlage wurde eine gute Frau... Wer kann das schon sagen? Darüber habe ich... Ich glaube, dass aller Wahrscheinlichkeit, da sie von ihr... Das sind natürlich alles nur Theorien und Vermutungen. Selbst jetzt wacht der Allschöpfer über uns.
Na dann zurück. Mal gucken, vielleicht komme ich ja jetzt durch die Holztüren durch, da wo ihr Chef tot ist. Ich hab getroffen, ist ja lustig. Korrumpierter Schatten. Ich hab nicht gedacht, dass ich die überhaupt treffen kann von hier oben. Immer noch zu. Wie komme ich denn da hin? Oder das ist nur eine Tür, falls man runtergefallen wäre. Um wieder auf den Weg zu kommen vielleicht. Okay, lassen auf jeden Fall nichts fallen. Ah, ich hatte recht. Nur deswegen, ist ja langweilig. Ich hatte gehofft, da kommt noch was. Na gut, dann hinaus. Was mache ich jetzt? Gehe ich nochmal ins Skaldorf? Da vielleicht nochmal was ist? Aber eigentlich denke ich mal nicht. Hatte ich noch irgendeinen Anhänger für den einen Alchemisten? Muss ich mal gleich auf der Karte gucken. Ich hätte bestimmt mit Nelot vorher mal sprechen sollen, weil ich jetzt zwei Bücher gefunden habe, die er mir nicht von der Quest her beauftragt hat. Dann hätte ich bestimmt noch eine Belohnung bekommen. Nee, scheinbar nicht. Ich kann hier oben nochmal zum Quellwasser hinreisen. Vielleicht finde ich ja noch so eine Wurzel, aber ich gehe davon aus, dass nicht. Und hier ewig alles abgrasen möchte ich auch nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jetzt natürlich einer da ist, dann muss er mir natürlich auch gleich zwei droppen, weil ich keinen Bock habe, dann nochmal irgendwo mich hinzulegen und dann zu schlafen und zu hoffen, dass dann beim dritten Besuch dann wieder einer da ist. Aber nee, seine Leiche liegt ja auch noch da. Dann ist das eher unwahrscheinlich. Wenn ich dieses Kind sehe, muss ich immer an Fable denken. Das Leuste habe ich noch nicht gespielt, aber das sah eigentlich blöd aus, dadurch, dass es wirklich nur so eine Kinect-Spielerei war. Kinect ist schon cool, aber weiß ich nicht, das hat ja jetzt nichts mit einem tiefgründigen Rollenspiel zu tun. Wenn man da nur noch durch so einen bewegten Bildschirm läuft und dann irgendwie über Kinect-Steuerung dann Feuerbälle wegschießt. Was ihr und Tarstan auch... Der Historiker hört gar nicht. Ja. Die Ältesten reden von die anderen. Weil ich bereits eine. Es tröstet mich. Ich habe ein paar Pflanzen gesammelt. Na toll, 50 Gold, was will ich damit? Wir sehen uns. Oh.
Meine Mutter war eine Skal. Ich mag mir nicht einmal vor. Werft einen Blick darauf. Warum er mir keine Rezepte gibt, wo ich doch so viel Stahlriemen eigentlich gehabt hätte. Schon pleite? Blöd. Na gut. Aber ihr habt ja gesehen, jetzt sind die meisten Quests auch wirklich fertig gewesen. Und jetzt werde ich Skyrim erstmal an den Nagel hängen. Und ja, mich auf Final Fantasy 7 konzentrieren und mal sehen, was ich so noch kriege. Ab nächste Woche habe ich ja durch meinen Vater dann noch Ryzen 2. Da werde ich auf jeden Fall was machen. Ob Let's Play weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erstmal nur eine Lösung. Also quasi ein Let's Play nur ohne Ton. Und naja. Also, Ingame-Sound schon, nur nicht Headset-Sound. Also verabschiede ich mich an der Stelle, falls noch irgendwelche Fragen zu Skyrim sind oder zu dem Addon jetzt, dann stellt sie einfach, kommentiert fleißig, liked hoffentlich auch und abonniert und ansonsten, wenn noch was ist, schreibt mich einfach an. Bis dann und ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich euch.